Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Hey, ist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Und ich werde auch dich mit Freuden töten. Hey, ich hab was hast du getan? Loki? Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst. Hey. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Alles falsch. Übersetze hier. Das hier. Und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Wo das nächste Stück ist wahrscheinlich. Das nehmen wir jetzt mit. So, wir fahren auch immer mal hier von weg hier. Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr hier. In dieser Krise. Drachenschädel in der Bibliothek. Ganz normal. Sköll und Hatti. Sowas will ich auch. Nice Runenkapazität, okay. Hier liegt auch noch was. Für uns rum. Aber das ist doch so ein Ding, ne? Warte mal. Wo man doch den Mais reintut. Na ja, ich geh da mal, ne? Gut, komm mit, Hugin. Okay. Hier liegt der Wein nur. Geld rum. Hey, du bist zurück. Lara Loft. Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja. Ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Achso, jetzt geht's zum Wetter oder was? Oh nee, ey, ich will hier nicht mehr sein. Warte mal, ich geh mal erstmal nach oben. Jemand ist. Ey. Willst du jetzt etwa Freundschaften schließen? Naja, ich habe bloß dem Allvater geholfen. Macht uns das nicht zu Verbündeten? Ja, solange du nicht irgendwelche verräterischen
interessant. Was auch immer. Es wäre beängstigend. Aber was heißt das? Krieg ich jetzt Ärger? Kriegst du. Startstoff jederzeit weg. Geh. Na dann, komm. Geh mal eben. Was ist hier? Dachtest du, das wäre ich? Naja, es ist ein ziemlich... Ich rege mich nicht auf. Odin. Ich bin besorgt. Du weißt, dass ich etwas anderes für sie will. Du willst nicht, dass sie ein Schwert hat? Es geht nicht darum, ein Schwert zu besitzen. Es geht darum, wofür sie es benutzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, tue ich. Und das wünsche ich ihr auch nicht, verstanden? Mach dir keine Sorgen. Sie ist sehr klug. Klüger als ihr Vater. Naja. Wenn du recht hast, hast du recht. Komm her. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Ja, was machen? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Hier kann man auch. Jeder Zufall wird erhöht, wenn die guten Pfeile vollständig verbraucht sind. Ah, haben wir doch noch was. Setzen wir den nur ein, ne? Der ist dann vollständig aufgewertet. Und echt keinen anderen Anzug, ne? Der meinte was mit dem Anzug, da labert mir Scheiß, hey. Ah, egal. So kommt zum Wechsel, okay. Also der Junge bleibt erstmal nicht bei uns. Ja, das ist aber schon tragisch irgendwie, ne? Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, sie wie uns sind das... Sie die Meuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir?
Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen. Der Schicksalsspruch. War schwer, dass... Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Erst nach der Quest machen. Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden. Welche Rolle spielt... Tut es weh? Oh, das? Nur wenn ich mich sorge. Er ist ja geschubst worden. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Er hat Angst vor dir. Das bezweifle ich stark. Es ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welt in Jesu vereint wie dieser Eis. Aber dieser Tier bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du dich jetzt verletzt. Ich habe mich auch schon mal verloren. Mehr als einmal. Aber glaub mir, es gibt noch mehr als das. Und das wäre... Stimmt. Bestimmung ist der Weg, den ich zu dir führe. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme, deine Armee in den Krieg führe, deine Rache ausübe? Wenn die Sicherung unserer Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist, dann finde eine andere, um deiner selbst willen. Was hat der eine? Geht's? Stopp. Warte mal! Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Oh. Hm. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Oh, sie kommt mit. Frau Nidauger! Frau Nidauger! Nidauger? Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugers Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar, einfach furchtbar. Und jetzt? Gut. Schön. Ja, wir haben jetzt drei Missionen, ne? Wir haben der Sande. Das sind sogar drei Sachen. Guck mal. Dann lass uns das mal machen. Wir sehen es dann dort. So, wir sind hier. Und ich habe noch nie so gehorsame Gulam gesehen. Hier ist irgendein Handwerk. Wie auch immer, das macht die Wüstenreise regelrecht angenehm. Wenn der Sandsturm nicht wäre. Schade. Oder? Sag mal. Bin dorn.
ganz schön schnell, die. Freya, ich frage mich schon lange. Wieso wurde Freyr so kurz nach seiner ersten Ankunft hier dermaßen verehrt? Also, zunächst einmal war es nicht seine erste Ankunft. Irgendeine Idee, wo dieses Tier ungefähr sein könnte? Oder genießen wir einfach das Wetter? Wie willst du hier draußen irgendwas finden? Wie wär's mit einer Höhle, um uns zu orientieren? Das ist eine Truhe. Eine verlockende Schatztruhe! Verdammter Sand! Hä? Als ob das jetzt aufhalten würde, für Kratos wird sich verarschen. Keine Ahnung. Lohnt hat. Da war da was. Mann, hier ist ja auch alles versandet. Geh ich das denn weg? Was ist das hier? Seht mal, da ist ein Höhleneingang. So, das ist eine Kiste. Okay, dann gehen wir mal hier runter, ne? Keine Ahnung, wo ich hier lang komme. Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ah, man sieht ja die Hand vor Augen. Das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalben. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Vielleicht finden wir Atreus verletztes Tier hier unten. Geh voran, Kratos. Vertraue darauf, dass du uns sicher fühlst. Kriegst du mit dem Dämmerstein den richtigen Winkel, Bruder? Ja, das ist schwer. Das Glas. Da jetzt. Ja. Nice. Keine Ahnung wie, aber ich hab's gemacht. Kaufer!
So. Okay. So. Oh, das war ein Gang. Die armen Alben, blind vor Hass, gehen wegen ihres Schicksals auf alles und jeden los. Mit denen kann man nicht reden. Ein Kampf ist unvermeidlich. Oh, glaub mir, ich weiß. Ich wünschte nur, es wäre anders. Hier kann man hoch. Ja, aber hier ist noch eine Rätsel. Warte mal. Oh ne, sag mir nicht, dass das auf Zeit geht. Oh, nö. Hey, wie soll man denn da rein? Vor allem, wo sind da auch die ganzen Dinger denn? Ich sehe nur das eine. Kann's ja nicht sein. Ansonsten offline. Weil. Dafür habe ich keinen Nerv, das eine Aufnahme zu machen. Das sind ja wieder Viecher. Kommt auf den Leser an. Wunderbar. Wir haben hier neue Gegner. Hey. Ach, das ist hier so ein Gegner. Der nur erscheint, wenn ich nur umgehe. Interessant.
Da oben ist auch noch so ein Ding. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, wir gehen mal hier hoch spazieren. Ich bin gedacht, doch nochmal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das eine mache. Ich habe kein. Dass ich dich hierher begleiten sollte und nicht dein eigener Sohn. Das sehe ich auch so, Bruder. Atreus hätte dieser Wüstenausflug gefallen. Vor allem, weil es um verletzte, unschuldige Kreaturen in Not geht. Gut. Vielleicht lehrt ihn das, dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Seltsame Art, ihn zu... Nein. Ein Urteil steht mir nicht zu. Ja! Da fehlen nur noch zwei Buchstaben. Da komme ich von da irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten war es das hier. Mit der Truhe. Aber ich finde jetzt nicht die anderen Buchstaben. So, hier ist auch eine Gratis-Truhe. Da ist noch die andere Buchstaben. Okay, wir kommen also doch noch dahin. Von der Mücke gibt's nicht. Geht's runter. Linke Seite, Bruder! So, wir haben ein C. Rechts von dir! Nee, das ist so kackig, Alter. So, hier kann man das Ding wieder aufmachen. Okay. Aber wo ist der letzte? Hier? Glaube ich da. Ah. Auf Seite. Geht mir auf den Sack. Zeit. Hast du Atreus mal gefragt, warum er manche Dinge vor dir verbirgt? Natürlich. Hat nichts geändert. Das soll es auch nicht. Und das heißt? Der Junge darf Geheimnisse haben. Wie alle Kinder. Seine sind gefährlich. Das bezweifle ich nicht. Weißt du doch nicht. Und doch sind es seine. Ah, wie der Bär, ja. Wenigstens das ist jetzt kein so großes Geheimnis mehr. Ja! So schnell sein.
Ja. Wie soll das denn gehen, bitte? Also... Nein! Ey! Oh, ich hab's geschafft. Trotzdem hab ich geschafft. Ey. Ein Ido und Apfel. Bitte sehr, geh dir gerne mal rein. So. Cool. Und? Wer spielt also hier? Apollatina! Schau! Über dir, Kratos! Hinter dir, Vorsicht! Achtung, hinter dir! Mann, die Drecksau! Oh, geht der mir auf den Sack. Der ist richtig lästig. Raus! Ich wechsle die Waffe, oder? Hallo? Achtung! Hinter dir! Vorsicht rechts! So. Freyr behielt den Kettmarsch nie was. Als er jung war. Atreus ist ihm sehr ähnlich. Ungehorsam? Kühn? Oh ja, mit einem Drang, Bedürftigen zu helfen. Das war teilweise der Grund, warum er nach Alfheim ging und warum er so lange blieb. Der Winter hat Atreus verändert. Die Prophezeiung bedrückt ihn, macht ihn zu jemand anderem. Er überlegt, welchen Weg er gehen soll. Es wird vielleicht nicht der sein, den du dir wünschst, aber letztlich ist es ja sein Weg. Aber ich guck mich schon mal gerne mal um, ob ich nichts verpasse. Hab nämlich keinen Bock, was zu verpassen. Weil so kriegt man die meisten Ressourcen. Und man ist am Ende am stärksten. Aber wo geht's jetzt weiter? Frage, ach da. Das hab ich gar nicht gesehen.